was geht? Heute hier richtig schön herbstlich in der Fischbäcker Heide in Hamburg unterwegs. Und heute erzähle ich euch einfach auch noch mal ein bisschen mehr von mir. Ja, ich bin Max, 28. Ursprünglich komme ich aus Buxtehude. Viele glauben ja immer, das gibt's gar nicht, aber es gibt es. Ist gar nicht so weit von hier entfernt. Ja, wohne jetzt seit knapp 10 Jahren in Hamburg und mag es einfach mit meiner Kamera und dem Fahrrad Leute mit auf Abenteuer zu nehmen. Ja, Mann, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Mann, 9.30 Uhr. Ja, Mann, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Mann, gerade in Rostock unterwegs. Ja, Mann, Leute, was geht? Herzlich willkommen. Das war quasi so eine blöde Angewohnheit von mir, dass ich jeden Clip, den ich irgendwie begonnen habe zu filmen, habe ich am Anfang immer Ja, Mann gesagt. Also, ja, Mann, wir sind jetzt hier und ja, Mann, das Wetter ist so. Und irgendwann haben die Leute in die Kommentare geschrieben, hey, Max, Glückwunsch, heute hast du nur 15 Mal Ja, Mann gesagt und heute nur 12 Mal. Und irgendwann dachte ich mir so, ey, ich will das aber trotzdem irgendwie aufgreifen, weil dieses Ja, Mann für mich mehr bedeutet als einfach nur diese schlechte Angewohnheit, sondern es bedeutet eben so viel, dass ohne irgendwie großartig nachzudenken, wenn dich irgendwie jemand fragt, ey, hast du nicht Bock irgendwie darauf und darauf, einfach zu sagen, ey, ja, Mann, bin ich am Start, bin ich dabei und quasi, ja, sich einfach auf Sachen einzulassen und zu schauen, was sich daraus ergibt. Ja, Highlights für mich waren auf jeden Fall mit dem Fixie knappe 320 von Hamburg nach Berlin zu fahren, mehr als 400 Kilometer durch die Nacht von Hamburg nach Amsterdam, von Hamburg nach Frankfurt am Stück, 500 Kilometer auch mit dem Fixie. Man kann sagen, von Hamburg aus bin ich in so ziemlich jede Himmelsrichtung so lange gefahren, bis der nächste Tag wieder begonnen hat. So, man hängt im Büro von 9 bis 17 Uhr. Aber was ist eigentlich mit der Zeit zwischen 17 Uhr und 9 Uhr morgens? Das heißt irgendwie einfach mal seine Sachen zu packen. Wir sind mal nach der Arbeit irgendwie zu einem Ponton hingeschwommen, haben da unser Zelt aufgebaut, da eine Nacht gepennt, mal die Hängematte irgendwie im Hafen aufgehängt, morgens den Schiffen beim Sonnenaufgang zugeguckt. Also einfach ja, so immer mal so ein bisschen aus der Box denken und gucken, hey, was gibt's eigentlich noch alles, was ich so auch bei mir direkt vor der Haustür erleben kann. Also für mich ist es so, wenn ich das schneide, dass ich quasi nochmal so den Trip durchlebe so ein bisschen auch und mich da echt ziemlich reinfühlen kann, so gerade mit Kopfhörern, und man ist dann wirklich echt in seiner Welt und taucht komplett ab. Manche Szenen, ja, wobei doch eigentlich würde ich sagen, bin ich da schon relativ offen und transparent. Also man hat auch Szenen, wo ich ultra genervt bin, wenn irgendwie der Weg mega scheiße ist, wenn mir irgendwie zweimal in der Nacht ich irgendwie einen Platten hab und da hänge, oder ich bin einmal nach Amsterdam gefahren durch die Nacht und hatte schon 325 Kilometer oder so, war komplett neben der Spur, ultra fertig, und dann hast du da halt noch einen Platten und dann ist man natürlich genervt, und das versuche ich dann halt auch in der Geschichte rüberzubringen, weil es natürlich auch genauso mit dazugehört. Aber klar, bei manchen Momenten, wenn ich mich selber manchmal frei sprechen höre, dann denke ich auch, ey, da sind so viele Amps das kann man natürlich dann alles wegcutten und dann klingt es halt auch dynamischer, sage ich mal. Ja. Manchmal denke ich auch, wie wäre es, wenn ich komplett ohne den ganzen Kamerastuff, ich würde halt gefühlt schon dadurch so viel Gewicht sparen natürlich. Was man halt alles an Ladekabeln, so viel, was man halt bedenken muss, mitzunehmen. Und da wäre es schon manchmal, sage ich mal, cool, komplett autark unterwegs zu sein, ohne halt noch 3 Powerbanks mitzuhaben, um jetzt eine Woche irgendwie durchzukommen. Aber tatsächlich gehört es für mich auch mit dazu, sage ich mal, wenn ich irgendwie morgens sehe, ey, die Sonne geht gerade auf, sich dann einen schönen Spot zu suchen, dann tolle Aufnahmen irgendwie mit der Drohne zu machen. Für mich ist das so ein bisschen ineinander verschwommen. Ja, schauen wir mal. Es sieht schon so aus, als wenn hinten so ein leichtes Dämmert, dass gleich die Sonne aufgeht. Schaffen wir noch. Ja. Easy. Obacht. Ja, das ist Rike, meine Freundin. Wir haben uns vor knapp 2 Jahren kennengelernt und irgendwann im Sommer 2021
habe ich Rieke das erste Mal Fahrradfahren gezeigt und ja, dann war es um sie geschehen. Ich habe damals auch zu Max gesagt, beim ersten Fahrradfahren, dass wir ab jetzt nicht nur Fahrradurlaube machen und wir machen seitdem nur Fahrradurlaube. Was aber nicht an mir liegt. Ich sage jedes Mal so, ey, ich will eigentlich, wir können auch mal ohne. Und ja. Rieke, ah, wollen wir nicht doch das Rad mitnehmen? Also er nimmt einen schnell mit und zieht einen selber in diesen Bann mit rein. Und es ist manchmal sehr anstrengend, aber es ist auch doppelt so schön eigentlich. Ja. Also ich bewundere das sehr, dass Max ein Mensch ist, der sehr, sehr viel aus seinem Leben machen will, für den es eigentlich an erster Stelle steht, dass er am Grillabend derjenige sein will, der allen Geschichten erzählt. Und das ist eigentlich so seine große Motivation. Und das finde ich sehr inspirierend. Mein Hauptanliegen in diesen Videos ist es einfach zu sehen, seine eigene Zeit sozusagen als endlich zu begreifen. Und damit gleichzeitig halt auch einen inneren Antrieb irgendwie zu finden, zu sehen so, ey, es ist zu schade, zu Hause rumzuhängen, so Momente mitzunehmen, das hier mitzunehmen, irgendwie früh raus, was zu machen. Und das ist das Hauptgefühl, was ich versuche in meinen Videos zu vermitteln. Und was mich manchmal echt ein bisschen trifft, ist irgendwie, wenn Leute schreiben, ja, dein ganzes Leben ist nur Urlaub, die ganze Zeit hängst du nur rum. So, wo ich einfach sagen kann, nein, ich habe vorher Vollzeit gearbeitet, habe dieses ganze YouTube-Ding nebenbei gemacht, habe es am Wochenende gemacht, habe tief in der Nacht geschnitten und alles. Und stell jetzt quasi seit August erst fest, ey, das füllt auch so deine ganze Woche mit Planung, mit Vorbereitung, mit Konzeption, mit Steuern, mit so viel Zeugs, was im Hintergrund alles läuft, was die Leute natürlich nicht sehen. Und mir ist es wichtig, dass meine Videos echt und authentisch sind, dass alle Emotionen, alles, was ich auf diesen Trips erlebe, ist echt. So, wenn mich irgendwie was berührt, dann heule ich auch mal in den Videos. Dann, ich finde einfach, dass es trotzdem auch ja, so ein bisschen auch gesehen werden sollte, dass auch jetzt gerade, wenn dieser Content eben immer mehr wird, die Projekte größer werden, dass eben auch echt viel Zeit und Arbeit im Hintergrund fließt. Für mich ist Hamburg eher so der Hafen, wo man dann wieder zurückkommt irgendwie. Also ich genieße es immer, los und rauszugehen aus der Stadt, aber man freut sich dann auch irgendwie wieder zurückzukommen. So wie die Elbe hier irgendwann sich öffnet, so öffnet sich hier auch die Tore der Welt. Nein, das können wir rausschneiden. Ja. So klingt es immer, wenn Max seine Captions schreibt. Es wird irgendwann sehr abgedriftet, Digga. Aber dann findet er sich wieder. Ich gehe jetzt einfach mal on the go, direkt jetzt eine Runde baden. Scheiße, ey. Ahoi Freunde, was geht? Und einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin zurück in Hamburg, die Sonne scheint auch morgen noch. Morgen ist Freitag und um 16 Uhr findet ein neuer Community Ride statt. Ich würde mich freuen, falls ihr Bock habt, vorbeizukommen. Wir drehen eine entspannte Runde, 100 Kilometer ungefähr durchs alte Land, bisschen durch den Hafen. Wird auch ein kleiner Night Ride. 16 Uhr, Treffpunkt Lohse Park beim Skatepark. Ich würde mich sehr freuen, falls ihr vorbeikommt. Denkt dran, Helm mitzunehmen, ein bisschen Wasser, was zu snacken. Und ja, lasst uns ein bisschen Hamburg abreißen, ein bisschen durch die Nacht cruisen. Ich hab Bock, bis morgen. Ja. Schönen guten Morgen. Ich bin zurück. Also, das ist der Part, der mir am meisten Spaß macht, sage ich mal, an der Arbeit sozusagen. Das ist gerade keine Arbeit, sondern ich freue mich einfach drauf, wer da morgen am Start sein wird. Boah, ich bin gespannt, wie viele da kommen. Fuck. Es sind tatsächlich doch ein paar gekommen. Ich war tatsächlich auch wieder ein bisschen nervös, weil ich habe irgendwie zwei Leute haben mir geantwortet, so auf die Story direkt und war dann so, naja, mal gucken.
Und jetzt sind Leute aus Bielefeld, aus Bremen, aus Flensburg hierher gekommen. Ich meine, das sind 2 Stunden. Aus Braunschweig ist einer 3 Stunden mit dem Zug hergekommen. Ja, wir alle verfolgen den Kanal schon 2, 3 Jahre bestimmt. Und heute ist unsere erste gemeinsame Tour mit Max. Da hatten wir alle Bock drauf. Ich verfolge Max auch schon seit längerer Zeit. Und seine Videos sind einfach sehr motivierend. Und ich glaube, deswegen sind wir auch schon mal mit dem Gravel-Fahrrad vor kurzem von Hamburg nach Rostock gefahren. Ich folge Max relativ lange. Bin damals auch den Orbit Magnetic Moon in MacPom mit ihm gefahren. Der Mann motiviert mich einfach, obwohl er genauso alt ist wie meine älteste Tochter. Aber nützt ja nichts. Wild, ey. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist schon wieder ein bisschen unheimlich. Es hört nicht auf. Geil.